So, hallihallo, liebe. Alles gut, ja. Hallihallo, liebe Leute, ich bin der Kommissar zu unseren Songs, Let's Play und Crazy Talk Videos. Ja, heute machen wir mal wieder Phasmophobia weiter. Wieder die gleiche, wie sagt man? Wieder das gleiche Level-System. Level-System. Ich meine, wieder der gleiche Ort, wo wir letztens waren. Und ja, denn wir haben ja letztes Mal, glaube ich, nicht rausgefunden gehabt, wer der Geist ist, oder? Oder habe ich es doch rausgefunden gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Okay, ja, wie immer, um welche Art von Geist es sich handelt, durch Salz laufen lassen, ja, G3, reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen, okay. Ziel 4, machen Sie ein Foto von Geist. Oh, ich glaube, Ziel 4 werden wir wahrscheinlich nicht packen, denn. Weil das heißt ja im Prinzip, sich töten lassen, beziehungsweise sich ficken lassen, vom Geist sozusagen. Deswegen, ja. So, jetzt erstmal schauen, in welchem Geisterraum der gute Geist sich aufhält, ne? Ja, okay. Gehen wir mal rein hier. Ist schon mal alles okay? Okay. Hier auch alles okay. Knochen. Okay. Auch soweit alles so wie immer. Der war wohl hier, hä? Hm. Interessant. Mal gucken, was wir so im Keller finden. Okay, jetzt nicht so groß interessant, das ist okay. Noch nicht mal ein Ouija-Brett oder sowas. Hier hat er eine Schüssel umgeschmissen. Ich mache einfach mal ein Foto davon. Vielleicht habe ich ja Fingerabdrücke oder so. Nee. Na gut, nicht so schlimm. Ich habe ja noch ein paar Fotoapparate. Okay, hier ist kälter. Hier ist definitiv kälter. Dann könnte es gut möglich sein, dass hier der Geisterraum ist. Okay. Da haben wir vielleicht schon mal den Geisterraum gefunden, Leute. Das wäre auf jeden Fall schon mal interessant. Okay. Wir haben noch ungefähr 1,5 Minuten. Was packe ich denn hin? Ja, wie immer.
Kamera zuerst. Und vielleicht ein Orb. Vielleicht zu assisten oder so. Ich bin mal gespannt, Leute. Vorhin schön Döner gegessen gehabt und Lamazun. Dann machen wir mal das Licht hier mal aus. Also ich sehe jetzt nichts hier. Naja, ich habe einfach mal die Kamera da aufgestellt. Vielleicht sehe ich ja durch den Monitor vielleicht irgendwas. Ich bin mal gespannt. Zeit ist fast rum. Okay. Da fliegt nichts rum, ne? Aber vielleicht ist es der Geisterraum, weil da aber auf jeden Fall etwas kühler gewesen. Naja, bringen wir mal das Buch erstmal rüber. Und dann schauen wir mal, ob der vielleicht was ins Buch schreibt. Schreibe etwas ins Buch. Okay, bin ich mal gespannt, ob der jetzt ins Buch schreibt oder nicht, Leute. Also theoretisch müsste man das eigentlich sehen. Theoretisch schon, ne? Aber ich gehe sowieso jetzt gleich nochmal rein. Denn ich muss noch was holen. Was holen wir denn noch? Fingerabdrücke, oder? Ja, komm. Okay. Schreibe etwas ins Buch. Scheinbar keine Fingerabdrücke. Naja, gut, Leute. Schauen wir mal. Ob wir vielleicht ein. Ob wir vielleicht ein Dot oder so sehen. Ich bin mal gespannt. Okay. Okay, Buch haben wir schon mal. Ha,
Hat einfach irgendwas reingekritzelt. Okay. Also Buch haben wir schon mal. Beweise, Geisterbuch, okay. Dann schauen wir mal gerade mal nach. Ah. Oh. Der hat das Auto angemacht, beziehungsweise die Alarmanlage. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt sollen wir zum Beispiel gerade hier in Real gepflegte 18 Uhr. Ich sehe bis jetzt noch kein Dot oder so. Vielleicht hatte ich meinen Geist ohne Dot. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich halt nochmal reingehen. Zum Beispiel wegen Räucherstäbchen und Salz. Der ist aber aktiv. Der ist gerade gut aktiv, Leute. Krass. Ich gehe auf jeden Fall noch mal rein. Würde ich Salz mitnehmen, ja. Na gut. Erstmal noch die anderen kleinen Aufgaben machen, bevor wir noch was anderes finden. Okay, hat schon aufgehört. Alter Verwalter. Oh, ist drüber gelatscht. Schritt, okay. Also das war ein Geister erwähnt und kein Hand, okay. Weil ich dachte, das wäre ein Hand, deswegen habe ich mich natürlich schnell versteckt. Na gut. Drüber gelatscht ist der, beziehungsweise ist die. Ja. Okay. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Ja, komm. Foto haben wir auch noch dabei. Erstmal gucken, Aktivität, gerade gar nichts, okay. Mal hier eigentlich das Licht hier ausgemacht. Das hat die ausgemacht. Vielleicht könnte ich das Buch noch fotografieren. Mal gucken. Ja, Interaktion.
Komisch, kein einziger EMF oder so. Sehr komisch. Kein Signal oder so. Sehr, sehr komisch. Frost haben wir da drin auch nicht. Also wir haben immer noch kein. Dieser Geist macht es irgendwie schwerer. Wie viel habe ich noch im Foto? Einen. Dann wir nehmen mal 9, okay. Was nehmen wir noch mit, Leute? Na gut, wir müssen das eh noch testen. Aktivität auf 4, okay. Dann warten wir mal, bis es runter geht. Mit der Aktivität. Und dann erst wieder reingehen. Okay, jetzt hat's aufgehört. Oh, Handy. Ah ja, okay. Gut, bin ich mal gespannt, ob die in der Geisterbox reinspricht. Hallo, Herr Geist, bist du hier? Hallo, bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Was bist du? Wo bist du? Antwortet nicht. Und die mag anscheinend keinen Strom. Die hat den Strom ausgeschaltet einfach. Hat einfach mal den Strom ausgeschaltet. Ja, steckt mir auch, ey. Wie soll ich einfach meinen Strom komplett ausschalten? Ich liebe es im Dunkeln. Nee. Ah, da ist natürlich hier auch wieder Licht. Ist natürlich klar. Gut, wenn wir keine weiteren Beweise finden oder dies irgendwie uns gerade schwierig macht, leider. Dann würde ich jetzt sagen, Räucherstäbchen und dann verschwinden wir. Wir müssen aber was wegschmeißen, das hier. Gerade nichts am Start, okay. Okay. Alter! Habt ihr die gesehen? Alter! Junge!
Und das war wieder so ein Geister-Event. Also hätte ich Aufgabe Geister-Event, hätte ich schon längst hinter mir gehabt, diese Aufgabe. Alter. Also ein Geist, der keinen Strom mag, der mag keinen Strom, scheinbar. Ich würde tippen auf Oni eigentlich, aber es gibt natürlich auch andere Geister, die auch keinen Strom mögen. Vielleicht ein Spirit, mal gucken. Der Spirit ist einer der gewöhnlichsten Geisterarten, jedoch ist er sehr stark ungefährlich. Er wird für gewöhnlich in einem Gebiet gefunden, in dem der Tod einer Person unaufgeklärt blieb, okay? Also Stärken, keine Schwächen, kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Geisterraum ausräuchert. Okay, warte mal. Okay, es könnte ein Spirit sein. Weil ich habe gerade ausgeräuchert. Und Aktivität. Passiert nichts. Ich tippe einfach mal auf Spirit. Ich hoffe, ich habe recht. Wenn Spirit wäre EMF. Geisterbox und Geisterbuch und da hat irgendwie, naja, ich tippe einfach mal, also ich rate. So, mal gucken, ob wir es richtig haben, Leute, ansonsten, ja, ist es halt so, dass wir dann falsch geraten haben. Mal gucken. Okay. Mailing! Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Haben wir jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal keinen Geist rausgefunden. War was? Zum zweiten Mal? Müsste ich mir mal die letzte Folge nochmal anschauen. Oh, ich habe die Level 47 erreicht. Krass. Okay. Gut, Leute. Dann bin ich mal raus. Wenn es euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts von Phasmophobia, Project Zomboid oder The Forest oder sonstigen Videos von mir nichts verpassen wollt, dann abonniert mich und vergisst nicht die Glocke zu aktivieren, sonst bekommt ihr keine Benachrichtigung, wann ich ein Video hochgeladen habe. Also, ich bin raus. Bis dann, euer Gummisi 21. Yeah!